Naja, mit der Stimme, weil ja das war schon ganz lange vor Augen, das hat er ja gerade erzählt, dass das mit vielen Jahren Anlauf schon ein Wunsch von ihm war und dann ja auch der Wunsch der Autorin, dann kam Charlie dazu. Und das konnte ich an seiner Seite nur, und jetzt sagen wir, dass ich hier so rumstehe, weil durch die jahrelange Berufs- und Lebenserfahrung von Lars Jessen, der dann irgendwann einfach gesagt hat, du machst das jetzt und wir machen das jetzt und das lernst du schon und so ging das dann. Aber da muss ich tatsächlich sagen, dass es hier hört ganz viel Verantwortung auf an dieser Ecke.